Mit der Vernehmung erster Zeugen wird der Prozess gegen Ex-Bundespräsident Christian Wulff seit einigen Minuten fortgesetzt. Das frühere Staatsoberhaupt muss sich ja wegen des Verdachts der Vorteilsannahme vor dem Landgericht Hannover verantworten. Heute sollen Mitarbeiter des Hotels Bayerischer Hof in München befragt werden. Dort übernachteten Wulff und seine damalige Frau im Jahr 2008 bei einem Oktoberfestbesuch. Und einen Teil der Hotelkosten für den damaligen Ministerpräsidenten zahlte der Filmproduzent Grunewald. Dafür soll sich Wulff für die finanzielle Unterstützung eines Grunewald-Filmprojekts eingesetzt haben. Und Steffen Schwarzkopf ist für uns in Hannover, beobachtet den Prozess ja auch schon den ersten Prozesstag. Ist denn inzwischen schon ein bisschen was nach außen gedrungen, wie heute verhandelt wird? Wulff kam ja mit minimaler Verspätung von 2-3 Minuten in den Gerichtssaal. Also genau genommen kam er sehr pünktlich, fast eine halbe Stunde vor Verfahrensbeginn. Allerdings im Gerichtssaal selbst vor den Kameras, da war er nur wenige Minuten. Relativ reserviert heute die Begrüßung mit David Grunewald. Ansonsten auch sehr ernst vor Gericht, sehr ernster Gesichtsausdruck. Momentan läuft die Zeugenvernehmung eines Hotelangestellten, eines 38-Jährigen, dem Assistenten der Geschäftsführung, der eben darüber Auskunft geben soll, wie war das denn damals mit der Hotelrechnung, wer hat da genau was bezahlt, hat Christian Wulff mitbekommen, dass er da zu einem Upgrade von David Grunewald eingeladen wurde oder nicht. Aber nach allem, was wir jetzt hier gehört haben aus dem Gerichtssaal, sehr viel weiterführend ist diese Aussage nicht. Der Assistent der Geschäftsführung sagt letztendlich, dass er Christian Wulff gar nicht gesehen hat, dass er mit der Rechnung nichts Konkretes zu tun hatte. Also insofern ist die Frage, ob dieser Zeuge das Gericht, natürlich auch die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung weiterbringt. 4 Zeugen heute insgesamt geladen, alles an Hotelangestellte, die natürlich alle genau zu diesem Punkt Auskunft geben sollen. Wie war das damals mit der Rechnung? Also der Prozesstag heute bis zum Nachmittag anberaumt. Um 10.30 Uhr der zweite Zeuge und am Nachmittag 2 weitere Zeugen. Und dann muss man gucken, ob diese Mosaiksteine, die man hier versucht zusammenzusetzen, dann ein besseres Gesamtbild ergeben. Steffen Schwarzkopf, danke für den allerneuesten Mosaikstein aus Hannover für den Moment. Und ein weiterer wichtiger bei all dieser Betrachtung ist natürlich auch, wie wirken die beiden Angeklagten, wie treten sie auf? Insbesondere darüber sprechen wir mit dem Politikberater und früheren Sprecher der Landesregierung Wulff, Thomas Philipp Reiter. Schön, dass Sie nochmals bei uns sind. Hatten Sie den Eindruck, dass die heutigen Auftritte von Wulff und Grunewald sich zu dem vorige Woche beim Prozessauftakt unterschieden haben? Haben Sie da was anderes festgestellt? Eine größere Konzentration möglicherweise, auch vielleicht eine etwas größere Zurückhaltung, das schon. Aber insgesamt ist er so präsent, wie wir ihn eigentlich kennen. Um wie viel Klein-Klein geht es jetzt da eigentlich? Ist das übertrieben, was die Staatsanwaltschaft da auch, ich sag mal, auseinandergedröselt hat? Oder ist das genau das Richtige in diesem Fall, dass man auch beim Ex-Bundespräsidenten genauso kleinteilig vorgeht? Es geht ja nicht um 700 Euro, sondern es geht ja um ein Gesamtbild, was hier gezeichnet werden soll. Ist das jetzt ein guter Bundespräsident gewesen? Ist das ein guter Ministerpräsident gewesen? Oder geht er als Ministerpräsident vom Stamme Nimm in die Geschichte ein? Darüber entscheidet aber nicht das Gericht, sondern die Zuschauer letztendlich, oder? Die Öffentlichkeit wird darüber entscheiden. Und deswegen beschleicht einen ja bei diesem Prozess auch ein mulmiges Gefühl. Aber noch einmal, Christian Wulff hat ja genau deshalb auf diesem Prozess bestanden. Und deswegen muss man dieses Klein-Klein jetzt auch aufarbeiten. Seine Hoffnung verbindet sich natürlich damit, dass am Ende ein echter, sauberer Freispruch steht und dass er in der Öffentlichkeit auch anders dasteht. Also für ihn selber wird es wahrscheinlich eine Genugtuung sein, wenn es dazu kommen sollte. Aber ihm scheint auch wichtig zu sein, dass auch nach außen klar ist, ich habe mir nicht zur Schulde kommen lassen. Aber hat die Öffentlichkeit ihr Urteil nicht eh schon gesprochen? Und wird sie es noch mal revidieren aufgrund eines Urteils im Gericht? Also ganz deutlich, ein Freispruch vor Gericht ist kein Freispruch und kein politischer Freibrief für den Altbundespräsidenten. Das muss man ganz klar sagen. Und insoweit habe ich da so meine Zweifel. Die Geschichtsbücher schreiben ja andere und nicht Christian Wulff. Herr Reiter, bis hierher. Dankeschön für die begleitenden Worte.